die kleine Ausstellung mit dem Titel Eigensinn besteht aus etwa 18 Einzelarbeiten. Und alle Arbeiten sind in den 1980er Jahren in der DDR entstanden. Die Künstlerinnen und Künstler machen unser Land reicher, sie machen unser Land interessanter und sie präsentieren, so wie hier im Bundesrat, unser Land nach außen. Und das ist genau, was wir brauchen, gerade auch in der Zukunft. Kunst gehört zu Brandenburg. Kunst ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Entwicklung des Landes. Und deswegen werden wir als Landesregierung auch Künstlerinnen und Künstler und die Kunst in Brandenburg tatkräftig weiter unterstützen. Was habe ich erreicht im Leben? Wo stehe ich? Worauf bin ich stolz? Diese Fragen, was bleibt von mir, die stellen wir uns. Und ich glaube, dass die immer aktuell sein werden. Insofern ist die Serie zwar schon 1986 entstanden, aber sie hat, glaube ich, an ihrer eigentlichen Kernaussage nichts eingebüßt. In diesem Bild, da ist ja, wenn ich mich erinnere, der Kreis und die Durchkreuzung und drückt ja immer ein Lebensgefühl aus. Ich werde durchkreuzt, ich werde nicht richtig wahrgenommen. Ich meine, dieses Gefühl konnte man in der DDR haben, das kann man aber auch heute haben. Ich glaube, dass Künstler die Welt mit künstlerischen Mitteln darstellen, aber wir Politiker müssen natürlich versuchen, die Welt besser zu machen. Und die Beschreibung der Künstler kann uns da nur Ansporn sein. Mhm.